Wieder einmal begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, ihr seht es ganz richtig. Ich bin wieder zurück in Blütenburg City, denn in diesem Part werde ich meinen Vater Norman herausfordern, um meinen 5. Arena-Orden zu bekommen. Ja. So, auf meinem Rückweg bin ich noch durch die Wüste auf Route 111 gegangen, habe dort noch ein paar Trainer besiegt, war auch noch mal kurz in Metaros City und habe dort Mr. Drum gesagt, dass ich eben den Brief an Troy übergeben habe. Der hat mir dann den EP-Teiler geschenkt. Den trägt jetzt übrigens mein Junior, damit das mal wieder stärker wird. Und ja, wie gesagt, in diesem Part ist es soweit, dass ich meinen 5. Orden bekomme. Pokémon Arena von Blütenburg City, Leiter Norman, ein Mann, der nach Stärke strebt. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ, Alex? Die Türen dieser Arena öffnen sich, wenn du die einzelnen Trainer besiegst. Ups, die Türen in diesem Raum sind ja schon offen. Greif mich bitte nicht an! Die Trainer der Arena von Blütenburg City setzen verschiedenste Items ein. Die Tür auf der linken Seite finden den Initiative-Raum, die Tür auf der rechten Seite finden den Raum der Genauigkeit. Die Türen sind beschriftet, lies genau und triff eine überlegte Wahl. Hast du dich für eine Tür entschieden? Nun, genug der Worte. Ja, ich habe hier echt die freie Wahl, durch welche Tür ich gehe. Und je nachdem, welche Tür ich eben wähle, werden die Trainer andere Items im Kampf halt einsetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Also ich glaube, ich nehme hier die rechte Tür. Raum der Genauigkeit steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja! Sieht alles voll so Dojo-mäßig aus. Das würde eher zu einer Kampfarena eigentlich passen, aber hier sind es größtenteils Normal-Pokémon. Das ist der Raum der Genauigkeit. Es ist schon ziemlich fies, wenn jede Attacke ein Treffer ist. Tja, ist nur die Frage, ob du überhaupt dazu kommen wirst. Astrainerin Yvonne. Sie hat schon ein Inikoro. Die Weiterentwicklung von Iniko. So, aber mein Zoomfix ist wesentlich besser. Also. Aquaknabe. Na gut, Finte trifft so oder so immer. Das ist das Besondere an dieser Attacke. So, Lehmschuss! Und Volltreffer. Na, das war ja wohl nix. Du bist ein bisschen stärker als ich. Ein bisschen? Ich würde mal eher sagen, ein bisschen viel. So, die nächsten Türen sind frei. Raum der Verteidigung. Raum der Erholung. Oh, nehme ich lieber den Raum der Erholung. Immer wenn du den Sieg in greifbarer Nähe siehst, füllt dein Gegner KP auf. Kannst du dir vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt? Ich werde dir so eine Situation demonstrieren. Ah, das wäre gar nicht nötig gewesen, das kenne ich schon zu Genüge. Herausforderung von Astrid und Nils. Der kleine Nils, er hat ein Bummelz. Das haben wir bisher auch noch nie gesehen. Okay, Lehmschuss. Initiative im Bummel sinkt. Konter! Boah, wie fies! Habt ihr das gesehen? Das ist dumm, wäre. Das war ja mal richtig gemein. Na warte. So, Sprudel. Bummels vorletzt. Klar. So, gleich nochmal Sprudel. Hä? Tagedieb? Ja, tatsächlich. Er holt sich. Okay, wie wär's da mit Aquaknabe? Das kannst du nicht kontern, weil das ist eine spezielle Attacke. Ja. Das Problem an der besonderen Fähigkeit von Bummels ist eben, dass es nur jede zweite Runde angreifen kann. Es ist ja ein Faultier, das sollte man ja wohl erkennen können. So, Aquaknarre und besiegt. So sehr hat ihm das nichts gebracht, sich ständig zu heilen. Und Stalune erreicht, glaube ich, schon Level 12, dank dem EP-Teiler. Ich konnte nicht genügend KP auffüllen. Welch eine Angriffskraft. Ja, kannst du mal sehen. So, hier gibt es sowieso nur eine Tür. K.O.-Trefferraum steht auf dem Schild. Oh, weia. Ich
werde es dir nicht leicht machen, weil du das Kind unseres Leiters bist. Ich werde dir beibringen, was es für ein Pokémon bedeutet, einen Volltreffer zu erhalten. Naja, das sehen wir ja gleich. Der Herausforderer von Astrainer Christian. Er hat ein Moontier, das ist schon die Weiterentwicklung von Bummels. Okay, ja, Aquaknabe. Es guckt schon so aggressiv. Schlitzer. Vielleicht nochmal, Aquaknabe. Energiefokus. Naja, deswegen will es seine Volltrefferquote erhöhen. So, und gleich nochmal. Nein! Hypertrank! Was zur Hölle? Ich war doch gerade eben im Raum der Erholung. Eieiei. So, komm, spür meine Stärke! Schon wieder Schlitzer. Das war aber kein Volltreffer. So, Aquaknarre. Und tschüss. Deine Stärke, du kämpfst großartig. Ja, wenigstens setzen die hier alle jeweils nur ein Pokémon ein. Ein Vater, der natürlich nicht, der hat drei Pokémon, soweit ich weiß. Arena-Leiter. Sieh selbst, welche Pokémon dich erwarten, steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Naja, logisch. So. Hallo Fati, hier bin ich. Aber bevor ich kämpfe, nehme ich noch einen Supertrank für mein Supex. Wenn, dann kämpfe ich nur mit vollen KP gegen dich. Also dann, Freunde, macht euch bereit. Ein epischer Vater-Sohn-Kampf wird nun beginnen. Du bist jetzt 4 Uhr. Fein. Wie versprochen werden wir nun einen Pokémon-Kampf ausfechten. Alex, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arena-Leiter alles tun, diesen Kampf zu gewinnen. Alex, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Ja, das werde ich auch. Das verspreche ich dir. Eine Herausforderung von Leiter Norman. So. Okay, der hat sogar 4 Pokémon, nicht nur 3. 4 Pokémon schon. Klar, Flavi hat ja auch schon 4. So, ein Pandir ist also sein erstes Pokémon. Nun gut. Aquaknarre. Taumeltanz. Ach nee, bitte nicht diese Attacke. Die ist furchtbar. Supex wurde verwirrt. Supex ist verwirrt. Es hat sich verwirrt, selbst in die Fresse gehauen. Dumm. Fassade. Komm schon, bitte greif an! Ja, Aquaknarre! Nein! Wie gibt's das denn jetzt schon wieder? Es hat ganz knapp überlebt! Na was glaubt ihr, wird Norman jetzt machen, ne? Was wird er wohl machen? Richtig! Einen Hypertrank verwendet er natürlich! Mann, ich hätte es fast besiegt gehabt! Supex ist immer noch verwirrt! Hör auf damit! Du sollst dich nicht selber schlagen! Warum schlägst du dich selbst? Immer noch verwirrt. Zack. Taumeltanz am Popo. So, Supex ist nicht mehr verwirrt. Haha, reingefallen. So, jetzt habe ich dich aber besiegt. So, und Stoluna erreicht Level 13. Und es versucht Metallklaue zu lernen. Ja, gerne doch. Statt dem unnötigen Tackle. Wären das wenigstens auch mal eine Stahlattacke. Vielleicht kann es eines Tages ja dann noch aktiv mitkämpfen. Oh, jetzt kommt doch noch ein Moontier. Klar, der auch eins. So, Lebensschuss. Wenn ich deine Initiative senken kann. So, schon wieder Fassade. Immer diese Fassade. So, gleich nochmal. Lebensschuss! Ja, besiegt! Haha! Und Supex erreicht Level 39. Und es versucht Lehmbrühe zu lernen. Ah, meinetwegen. Lehmbrühe. Stärke 95, Genauigkeit 85. Greift mit Matsch an und senkt eventuell Genauigkeit, naja. Von der Genauigkeit ist zwar schlechter als die Aquaknarre, aber doch um einiges stärker, also nehme ich das mal. Für diesen Kampf soll es mal reichen, aber ich werde relativ schnell jetzt noch eine andere Attacke dann dazu bekommen. Supex erlernt Lehmbrühe. So,
Ein Geradax. Das ist der Weitermittel von Zickzacks, eh klar. So, aber trotzdem... Sprudel. Kopfnuss. Autsch. Na warte. Lehmbrühe! Natürlich wieder Hypertrank, eh klar. Das gilt nicht. Da, seht ihr, Lehmbrühe geht daneben. Dumm! Es geht schon wieder daneben, noch dümmer. Was soll denn das? Mann, spür meine Stärke, du blöder Dax. Sieht immer aus, als würde es voll abgehen bei der Fassade. So, und Geradax wurde auch geschlagen. So, und Stalluna erreicht Level 14. So, und jetzt hat er noch die Weiterentwicklung vom Mundtier, nämlich ein Lethargin. Alter. Level 31, nicht schlecht. Okay, dann... Fassade? Oh oh. Knapp überlebt und Lehmschuss trifft. Ja, bitte, das ist super. So, Volltreffer. Geil. So, Initiative von Lethargin gesiegt. Allerdings hat es jetzt leider noch eine Zitrobeere dabei. So, aber bevor mein Zumpix besiegt wird, habe ich hier natürlich noch einen Hypertrank, den ich mal gefunden habe. So, vollständig geheilt. Was der kann ich auch. So, Lethargin faulenzt. Tja, das wird dein Untergang sein. Lehmbrühe! Und? Nein! Aha, du kannst die Lehmbrühe nicht kontern. Pech gehabt. Stärke und... Gewonnen! Ich habe meinen Vater besiegt! Ja, ich habe meinen Vati besiegt! Juhu! Norman hat verloren! Und Schalone ist Level 15! Spieler besiegt Leiter Norman! Ich kann es nicht... Ich kann es nicht glauben, Alex! Ich habe gegen Alex verloren? Nun, Regeln sind Regeln. Hier, das ist für dich. Alex hat den Balanceorden vom Vater erhalten. Richtig. Mit diesem Orden erhöht sich die Verteidigung all deiner Pokémon. Pokémon, die die Form Surfer erlernt haben, können diese auch zum Reisen über das Wasser einsetzen. Alex, das ist mein Geschenk für dich. Ich bin sicher, du wirst es gut nutzen. TM42 erhalten. TM42 enthält Fassade. Sie verdoppelt die Stärke der Attacken, wenn das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt wurde. So kann eine vermeintlich aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Als Arenaleiter kann ich gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht es mich einerseits sehr stolz, andererseits aber auch traurig. Was zum... Wer ist das denn jetzt? Ah, da bist du ja, Alex. Komm doch bitte mal mit, ich habe hier etwas für dich. Norman, du hast doch nichts dagegen, ich entführe dir Alex mal eben für ein paar Minuten. Achso, das ist doch Heikos Vater, genau. Hallo Alex, bitte entschuldige, dass wir dich den weiten Weg hierher gerufen haben. Unser Heiko ist viel robuster geworden, seit er in diesem Flur ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen, stimmt's? Ich glaube, das hat Heiko richtig glücklich gemacht. Und nicht nur Heiko. Auch mich als Vater hat es sehr glücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen Freund wie dich gefunden hat. Das soll jetzt keine Bestechung sein, aber ich möchte dir dies schenken. VM3 erhalten. Wenn dein Pokémon Surfer beherrscht, kannst du viele neue Orte bereisen. Ganz genau. Oh, die werde ich auch gleich verwenden. Das heißt, die Lehmbrühe ist sowieso total doof, weil die eben oft daneben geht und nicht so stark ist und auch nicht so klasse aussieht. Wird also durch den Surfer ersetzt werden. Na, vor allem drei Surfer. Eine riesige Flutwelle ergießt sich über den Gegner. Von Typ Wasser, Stärke 95, Genauigkeit 100. So, eine von ihnen wurde aktiviert, sie enthält Surfer, Surfer einen Pokémon beibringen. Yo! Witzigerweise kann sogar Zickzacks den Surfer lernen, was ich echt interessant finde. Es ist ja nicht mal ein Wasser-Pokémon, aber es könnte... Aber wird es nicht. Nein, nein, nein. So, Zumpix versucht Surfer zu lernen. Andere Attacke vergessen. Wie gesagt, die Stärke von Surfer und Lehmbrühe ist zwar gleich, aber...
Dafür ist die Genauigkeit von Surf um einiges besser. Da ist es mir auch egal, dass Slimbrew eventuell die Genauigkeit senkt. Surfer ist einfach cooler. 1, 2 und schwupp, Sumpex Athlet wurde vergessen und Sumpex erlernt Surfer. Na endlich, mal eine richtig starke Wasserattacke, die auch trifft. So, hier könnt ihr es euch nochmal angucken. Ein Trainerpass mit 5 Orden, da fehlen eben nur noch 3 und sehen, weil ich habe schon knapp 10 Stunden Spielzeit und 35 Pokémon gefangen. Ja, und mein nächstes Ziel liegt von hier aus gesehen sehr weit weg, nämlich da oben. In Baumhausen City befindet sich nämlich die 6. Arena und das ist wirklich ein verdammt weiter Weg. Das heißt, da müsste ich erstmal von hier nach Rosalstadt und dann über die Route 103 wieder zurück nach Malfenfuss City und dann nach Osten auf die Route 118, zur Route 119 und dann erst bin ich in Baumhausen City. Also das wird noch lange dauern, bis ich dort bin. Vor allem werde ich jetzt noch was anderes erledigen. Ich werde jetzt mal Wurzelheim aufsuchen. So, Rosemarie ruft mich gerade an. Es ist mir total egal, was sie mir zu sagen hat. Kümmert mich nicht. So. Okay, also erstmal nach langer, langer Zeit zurück nach Wurzelheim. Oh, Moment mal. Professor Birk? Was macht er denn hier? Ah, Alex, möchtest du mir deine Fortschritte mit dem Pokédex zeigen? Na klar doch. Mhm. Oh, du hast 77 Pokémon gesehen und 35 Pokémon gefangen. Nun, er könnte mehr Einträge enthalten, aber es sieht schon eher nach einem Pokédex aus. Ach ja, genau, bei Professor Birk war es so, dass der manchmal in seinem Labor ist und manchmal aber auch draußen. Weil er ja so ein Frischluftfanatiker ist. So, ich werde jetzt ganz einfach meine liebe Mutter besuchen. Mami, ich bin's. Was hast du denn da Schönes? Einen Pokénuff? Den hat dir jemand von Devon gegeben. Und, Liebling, möchtest du nicht deine Mutter ins Verzeichnis aufnehmen? Klar doch. Mutter wurde im Pokénuff-Verzeichnis eingetragen. Oh, hat Vati dir den Orden gegeben? Dann ist das sie von deiner Mutti. Münzamulett erhalten! Yeah, geil! Überanstreng dich nicht, Liebes. Du kannst jederzeit nach Hause kommen. Jetzt nichts wie los, Schatz. Ja, nachdem ich hier jetzt gerade meinen Vater besiegt habe, bekomme ich von meiner Mutter ein Münzamulett geschenkt. Wir wissen doch alle, was das für einen tollen Effekt hat. So, hier, Münzamulett. Doppelter Geldbetrag, wenn Träger am Kampf teilnimmt. Und das bekommt natürlich mein Sumpex. So, Pfeif auf den Pudersand. Münzamulett ist wesentlich besser und cooler. Ich habe doppelt so viel Money und das kann man immer gut gebrauchen. Ja, ansonsten kann ich hier eh nichts machen. Es war jetzt wirklich nur wegen dem Eintrag im Pokénuff von meiner Mutter und eben für das Münzamulett natürlich. Das heißt, jetzt gehen mir wieder Pokémon auf den Nerven. Was soll denn das jetzt hier? Hallo? Oh mein Gott, es ist ein Wampel auf Level 2. Wir werden alle sterben. Ich werde jetzt einfach eine Abkürzung nehmen, und zwar eben über die Route 103. Natürlich, damit mir jetzt keine Pokémon... Obwohl, wartet mal. Ja, hier im Winterwiese wollte ich doch keine Pokémon begegnen. Nein, ich will nicht. Zickzacks Level 4, was soll ich damit? Unnötig. So, wenigstens kann ich jetzt sämtliche Gewässer überqueren, also kann ich hier einfach rübersurfen. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Natürlich, Sumpex setzt Surfer ein. Endlich ist das kein Hindernis mehr für mich. Jetzt will ich mal sehen, was für wilde Pokémon hier auf dem Wasser auftauchen. Und hier sind doch gleich noch zwei Schwimmer. So, da kommt schon was. Es ist... ein Tentacher? Ach Mensch. Ausgerechnet Zubat. Naja, meinetwegen. Superball. Hey! Was soll das? Ich sagte Superball! Bleib gefälligst drin, du dumme Qualle! Warum? Immer erst beim zweiten Mal, ich verstehe das nicht.
Nummer 66, Tentacher Qualle. Größe 90 cm mit 45,5 kg. Sein Körper besteht nahezu komplett aus Wasser. Es umschlingt seine Gegner mit seinen langen Tentakeln und zieht anschließend sein Gift. Also kein sehr angenehmer Zeitgenosse. So, dann werde ich die zwei Typen jetzt auch mal besiegen in einem Doppelkampf. Pass doch auf, wo du hinsurfst. Wir stoßen noch zusammen. Diese kurze Strecke, die kann man doch locker schwimmen. Ja, theoretisch schon, aber es ist ein bisschen unlogisch, ne? So, Schwimmerin Magda und Schwimmer Magnus möchten kämpfen mit Meryl und Tentacher. Nun gut, 15. Lol, das ist ja lächerlich. Okay. Dann Stärke gegen Meryl und Flügelschlag gegen Tentacher. Volltreffer, das wäre jetzt auch ohne umgehauen. Da bin ich mir sicher. Und zwar... Und schon habe ich wieder gewonnen. Oh, das war ein starker Wellengang. Ja, natürlich, weil wir hier auch mitten im Meer sind, du Dussel. So. Gut, fahren wir wieder mit dem Fahrrad, das geht schneller. Ach ja, weil ich ja jetzt ein Fahrrad habe, kann ich jetzt endlich auch mal den Fahrradweg benutzen. So. Hier. Gute 110. Na hier. Das beste Ergebnis. Niemand scheint sich bis jetzt herausgestellt zu machen. Oh ja. Der gleich gegen mich kämpfen. Nö. Dies ist der Radweg. Wenn du mit einem Eilrad von Alphen-Fossity nach Grafik-Fossity fährst, bist du nach der Anzahl der Zusammenschlüsse in deiner Zeit bewertet. So, na, ich nehme jetzt gerade genau die andere Richtung, das ist mir egal. Neu tätigen zu lernen, geht dem Radfahren erst die richtige Würze. Einige Orte kannst du nur erreichen, wenn du die richtige Technik anwendest. Ich weiß. Wow, pass auf, ich glaube, du hast keine Übung im Radrennen. Nein, nicht unbedingt. Aber das hat mich noch nie davon abgehalten, es zu versuchen. Triathlet Roman. Deinen Multiple! Auf was? Auf Level 6? Das ist ja lächerlich. Soll das jetzt ein Witz sein, oder was? Das ist nicht dein Ernst. Sie sind so erbärmlich schwach. Okay. Ich bin dafür heute auch schon immens stark. Das ist ja für meinen Suplex schon gar kein würdiger Gegner. Naja, was soll's. Wenn Sie sich das einbilden. Oh, ein Magnetilo, welche eine Überraschung. Was für eine Abwechslung. Auf Level 14, na geht doch, immerhin. Aber trotzdem chancenlos. Das ging ja mal voll daneben. Wow, pass auf, meine Bremsen versagen. Ui, da will ich mal schnell zur Reparatur gehen mit dem Rad. Das ist nicht gut. Ich radle ohne aufzuhören. Meine Oberschenkel sind hart wie Stein. Willst du mich damit etwa anmachen? Was war von Triathlet Martha? Mit einem Magnetilo auf Level 14. Bitch, please, was soll denn das? Lebensschuss! Volltreffer. Ja, bei so schwachen Gegnern lande ich immer einen Volltreffer und sonst eher nicht so oft. So, und meinetwegen mal, damit ihr es endlich mal sehen könnt und damit ein bisschen Abwechslung herrscht. Ja, jetzt wollte ich eigentlich gerade einen Surfer machen, ich habe mich verklickt. Vergessen, den Surfer anzuwählen, egal. Kommt ja noch ein Pokémon. Und Shaluna ist Level 16. Ah, jetzt noch ein Voltaball. Guck nicht so böse. So, Surfer. Das sieht eigentlich genau aus wie die Lehmbrühe, nur in Blau. Muskelkrämpfe beunruhigen mich. Tja, da musst du dich massieren lassen, aber ich mach das sicher nicht. Küstenparkplatz.
Oh, hey, du hast den Rat vom Radler. Oh, das ist mir so offensichtlich, steht ja dort geschrieben. Radler, 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 ist der irre? Der Name steht überall. Wie soll es damit überall herumfahren? Eine bessere Werbung gibt es nicht. Das ist wohl wahr. Nur keine Panik, wenn dein Rad immer schneller wird. Du hast keine Angst. Triathlet Egidius oder Egidius. Magnetilisch mehr. Also der Name ist echt außergewöhnlich. Egidius. Den finde ich gar nicht mal doof, den finde ich irgendwie... Ja, ist mal was anderes. Egidius. Den muss ich mir merken. Ich muss während meines Pokémon-Kampfes ruhig bleiben. Bist du aber leider nicht. Ich werde weiter in die Pedale treten, völlig stressvoll und ohne Panik. Melde dich, wenn du magst. Und Triathlet Egidius wurde ins Pokémon-Verzeichnis eingetragen. Ja, und Rüdiger fragt mich, ob ich verlässlich Pokémon fange. Naja, bei Pokémon lernt man nie aus, da hat er recht. Und der nächste Spacken. Hey du, kannst du mit mir mithalten? Ja, aber auf jeden Fall, ich bin sogar besser als du. Das werde ich dir gleich beweisen, Triathlet Emichi. Und Surfer bitte. Spür die Welle! Oh, die Welle war zu gut für dich. Gut, probieren wir es nochmal. Spür die Welle! Nein, das war doch total falsch. Der bringt es einfach nicht. Du hast die Schallmauer durchbrochen. Danke für das Kompliment. So, kommen die anderen. Gehen wir jetzt ein bisschen auf die Nerven, das reicht. So. So, und schon bin ich wieder zurück in Malfurfo City und... Was macht ein Walter hier? Freunde, ich werde den Part aber jetzt mal beenden. Ich werde jetzt noch rasch meine Pokémon heilen. So. Dankeschön. Ja, und im nächsten Part werde ich dann mit Walter sprechen, um zu fragen, was los ist, warum er seine Arena verlassen hat. Dazu muss es irgendeinen Grund geben. Aber den werde ich dann im nächsten Part herausfinden. Also Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich dann eben mit Walter spreche. Danke wieder fürs Zusehen. Tschüss.